Jo, herzlich willkommen zurück. Pegasus Bridge Day. Nichts im Leben ist so erheiternd, ohne Ergebnis beschlossen zu werden. Winston Churchill, okay. Okay, herhören. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE, sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Von der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubecken. Näher können wir leider nicht abspringen. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück. Ich meine mich hier jetzt auch noch zu erinnern gerade. Man läuft doch da auf diesem Damm rum, ne? Na, klasse. Jo. Dann würde ich sagen, wollen wir mal. Das war jetzt hier nämlich nicht ganz so easy. Wow, 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 wow. Ups. Da er den Stein hochläuft. Wo bist du, du Sack? Ja. Ham. Wow. Aber da ist immer noch einer, ne? Gewesen. Hallo, moin. Habe ich jetzt aufgeräumt? Ja, ja. Das war ja quasi die Giftspritze, die ich hier gerade in der Hand halte. Bei Return to Castle Wolfenstein, ne? Denn... Ich erinnere mich hier nicht gerade positiv an diese Mission. Wobei andererseits teilweise war sie echt schon cool.
ob ich von hier aus schon jemanden sehe und erwischen kann. Wow. Mich kann man sehen. Okay. Nicht gut. Wassereffekt ist ganz nett hier, ne? Oh, er speichert. Okay. War jetzt kein Schnellspeichern meinerseits. Na komm schon, wo bist du? Du hast ja eben auf mich ordentlich abgefeuert hier. Kann's doch nicht so weit sein. Versteckt sich. Uah. Ja komm. Komm nochmal hoch und dann... Nehme ich dir halt noch eine Flak weg. Boom. Na komm, Deutscher. Put, 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 put. Vielleicht kannst du mir eh nicht mehr entkommen. Da hinten eine Granate hinkrieg. Naja, fast. Ich mach sowieso nicht so gerne und so viel mit Granaten, insofern ist es nicht so schlimm, wenn die verschwendet ist. Aha. Glaubt, habe ich in den Helm runtergeschossen. Du legst dich schlafen. Ist er dahin oder nicht? Top oder top, wir werden sehen. Wenn nicht, werdet ihr jetzt hier wach. Hey. Die Lampe kann ich von Weitem nicht zerstören, okay. Euren Scheinwerfer da. Wow, wow. Halt die Klappe. Er geht gleich voll ab hier, ey. Moin. Wow, wow, wow. Wirklich schön schlafen. Schicken Sie uns ein MG-42-Druck. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Abteilen! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke. Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Überprüfen Sie die Waffen. Wir wollen diesmal keine Ladehemmungen. Ich glaub, da ging die Tür auf und da musst du dann noch runter, ne? Kann das sein?
mich natürlich schön erwischt, die Sau. Aber gut. Hier geht nämlich jetzt wieder so ein Teil los. Hätte ich gerne hier eure MP40. Ein munitionsbedingt. Ich mach das eigentlich meistens so, ne? In die Waffe von einem Feind. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an! Sie sollen Verstärkung schicken! Abteilen! Hier geht jetzt richtig die Post ab. Boah, ey, ich hab nur mal kurz geguckt, was mit der Aufnahme los ist, ne? Überprüfen Sie die Waffe. Alter. Wollen Sie zwar keine Ladehemmungen? So, hier ist ein Fahrstuhl. Ich mag nochmal nach Heilung gucken hier. Irgendwo muss ich noch was rumliegen haben, dass ich da möglichst voll reingehe, weil das ist echt hart hier. Ich habe nun mal nicht den einfachsten Schwierigkeitsgrad drin, ne? Da unten ist auch noch irgendwas, ne? Ich habe die Dings jetzt nicht mehr. Präzisionsgeschichten da. Keine Ahnung, ob wir da später noch hinkommen, aber es könnte sein, ne? Weil wir dann da mit dem Fahrstuhl runter und so. Ja, gut. Ich mag Nahkampf-Action, muss das nicht aus der Ferne erledigen. Ob ich hier den ganzen Quark nochmal zurück, ey, wa? Ist auch noch eine Tür. An und für sich eigentlich. Ah ja, 90, das ist den ihre Fernrohrgeschichten. Ja, meine an. Hier haben wir noch so ein Health Pack, das nehmen wir doch gerne noch mit hier. Hier ist auch noch was. Im Fall der Fälle haben wir also genug von dem Krempel. Alles machbar. Falls ich dann nochmal zurück kann, ne? Dann nochmal eine andere Sache. Ja, sorry für das wahrscheinlich unnötige lange Gelaufe, aber jetzt wird's langsam knackig und cheaten wollen wir ja auch nicht, ne? Jetzt nehme ich erstmal noch die Zähne, weil die hat am meisten Mungen. Kann ich schneller laufen? Okay. Na gut. Ich bin halt froh, dass ich den hier gar nicht erst an die Dings gelassen habe, ne? An die MG42, sonst wäre ich vorhin gerade am Arsch gewesen. Da echt gut gelaufen. Das ist cool, da will ich mich gar nicht beschweren. Schicken Sie uns ein MG42-Trupp. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. So, gucken wir da mal rein in den Fahrstuhl. Läuft ja ganz gut. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Oh, Kacke. Ah!
Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Mit eigenen Waffen bekämpfen hier. Hektische Sache hier mit der Musik. Bleh. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Moin. War klar, dass das passiert. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Kommt mir entgegen bestimmt, ne? Ja komm, ich hab dich gesehen. Eindringlinge in Sektor 6. Mach's mal so. Irgendwo gab's hier noch Health Pack. Brauche ich ganz dringend. Granaten sogar auch. Wir werden angegriffen! Alle Mann in Kampfbereitschaft! Ziemlich am Arsch hier. Ihr Säcke, ey. Ja komm, dann kommt da die Treppe hoch. Mach ich dich halt so fertig. Oh, und ich krieg die Sau nicht, ne? Keine Gefangenen! Kann nicht wahr sein, ne? Britischen SAS nehmen keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Der liegt jedenfalls noch nicht. Oh doch, na gut. Vom britischen SAS nehmen keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Dann habe ich ihn halt doch erwischt. Scheiß Alarm, ey. Moin. So, was gibt's denn jetzt hier wo? Ich erinnere mich immer weniger, nur so bruchstückchenweise, ja. Nicht gerade einfach. Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Einzelnen! Eine Gnade hier. Sack, ey. Wir werden angegriffen! Alle Mann in Kampfbereitschaft! Na gut, gibt ja genügend Health Packs, ne? Kann man mit leben. Wir werden angegriffen!
sind die feige, ey. Von hinten, von oben, von vorne, von hinten, ey. Wie viele von euch Sacknasen wollen denn noch kommen? Sektor 6, Ebene B entdeckt. Gut, mache ich erstmal eine Pause und dann geht's später weiter. Bis dann.